Ihr beide seid ja ganz versessen aufs Essen. Hey, das reimt sich. Ich für meinen Teil würde lieber etwas mehr schlafen. Also gut, frühstücken wir und machen uns auf den Weg ins Gericht. Also erst lecker. Also erst ein Gericht und dann ein Moment. Also erst frühstücken sie und danach fallen sie ins Essen. Sie machen sich auf den Weg ins Gericht. Das ist das, was man auch so landläufig sagt, wenn einem was gut schmeckt, da könnte ich mich reinsetzen. Stimmt. Was machen die denn? Die setzen sich dann rein ins Gericht, ja. Einverstanden, Professor. Sophie ist ganz bestimmt einsam. Oh, und Herr Wright, Mr. Wright. Herr Wright, Mr. Wright, Gentleman Wright. Weiß nicht. Wir hätten vorher noch mal eine Folge schauen sollen. Stimmt. Aber das ist so traurig. Selbst wir schauen uns das nicht an. Ja, natürlich nicht. Wir haben ja alles schon mal erlebt. Ich guck das doch nicht nochmal an. Hast du auch wieder recht. Oh, hast du mal zusammengerechnet, wie lange ein Spiel so im Schnitt dauert? Also dieses wahrscheinlich noch länger? Dieses noch, also ich glaube, es ist kontinuierlich immer mehr geworden bei uns. Was aber auch an dem vielen Blödsinn liegt, den wir quatschen. Das ist richtig. Wir könnten jetzt schon mit dem nächsten Gerichtsverfahren fertig sein, seit wir angefangen haben aufzunehmen. Ich glaube, wir heute könnten schon mit dem Spiel fertig sein, wenn wir es ganz trocken durchziehen würden. Eigentlich schon. Und nicht Komm, jedes Rätsel. Wir geben uns jetzt Mühe. Ja, okay. Ich glaube nicht, dass die Rätsel das Problem sind. Naja, also ich habe schon Let's Plays gesehen, da wurde einfach bloß... Naja, ich habe es nicht gesehen. Ich habe mal reingeschaut, einfach nur um zu sehen, wie schneide ich denn so unter den anderen Leuten, die da so sowas machen, ab. Und ja, weiß ich nicht, da habe ich auch schon eins gesehen, da ist einfach bloß... so viele Rätsel wie nötig, also so viel wie nötig, so wenig wie möglich, wenn man so will. Naja, kommt halt immer drauf an, was einem gefällt. Ich meine, das hat auch seinen Reiz, aber wenn du jetzt das Gleiche machen würdest, dann macht dann keinen Sinn. Ah, mir fällt was ein. Stimmt, du wolltest noch Superman 64 Let's Playen. Danke, dass du mich darauf hinweist. Nein, ich wollte was anderes sagen, und zwar, ich möchte was sagen in Gedenken an einen großen Mann, der vor ein paar Tagen von uns gegangen ist. Und zwar Akira Tago. Der Rätselmeister aus den Layton-Spielen. Oh, der, das hab ich gar nicht mitbekommen. Also derjenige, ohne den die gar nicht möglich gewesen wären. Der ist gestorben? Der ist jetzt... Ja, der ist nicht mehr. Oh. Das ist sehr traurig. Ich meine, letztes Jahr schon Sakurai und jetzt sowas. Das ist... Der ist auch gestorben? Ich krieg das alles gar nicht mit. Oder? Hab ich jetzt... Nee, nicht Sakurai. Oh Mann. Oh, bin ich doof. Sakurai war ja Smash Brothers. Oh, bin ich... Oh. Das ja, deswegen. Das ist respektlos gewesen. Nein. Komme ich tatsächlich nicht auf den Namen? Iwata, meinst du? Ja, Satoru Iwata. So, ja. Ach, Mann. Okay, das habe ich mitbekommen. Oh Mann, wenn Sakurai jetzt auch noch weg wäre, das wäre ja... Nee. Sei froh, dass er das wohl nie sehen und hören wird. Richtig. Okay, aber nur mal um es gesagt zu haben, ich meine... Ja... Das. Er hat uns ja viele schöne Stunden beschert. Auf jeden Fall. Sehr viele schöne Stunden. Manchmal zu viele. Ja, wahrscheinlich. Wir hatten das Thema mit dem Rätsel. Durchschnitt ja gerade. Ach so, ja, genau. Mit manchen komplizierten Rätseln auch zu viele Stunden, ja. Na gut, aber machen wir jetzt weiter. Das ist, ja, ist nochmal ein Ansporn, dass wir das Spiel zu Ende bringen, zumindest. Auf jeden Fall. So. Oh, und Mr. Sag mal, war ich früher nicht auch per Kamera vertreten? Verdammt, ja. Möchtest du noch? Nächstes Mal. Nee. Okay. Ich hab nicht mal was an. Ach so ist das. Na, dann hast recht. Das will keiner sehen. Oh, und Mr. Wright, könnten Sie ihr eventuell etwas aus der Bäckerei mitbringen? Machen wir wirklich mal jetzt strikt weiter hier. Ach so, das bin ja immer noch ich.
Da Toll, machen wir mal weiter. Pause, Pause, Pause. Darauf können Sie sich verlassen. Sophie wird sich sicher über Frau Beckys selbstgebackenes Brot freuen. Kommt, worauf wartet ihr alle noch? Frühstück ist fertig. Juhu. Sie ist wieder entsetzt. Ist ja. Und ich kann so schneller sprechen als Emmy. Was? Und ich kann so schneller sprechen als Emmy. Als Emmy, okay. Ist ja gut, wir kommen schon. Nun denn, lassen wir es uns schmecken. Was kommt jetzt? Eine Bildsequenz? Ein draußen. Mir scheint, wir sind alle aufbruchbereit. Sollen wir uns auf dem Weg ins Gericht machen? Kann sich jeder an den Weg dorthin erinnern? Nein! Ich auch nicht. Klar, wir gehen einfach Richtung Osten und dann ist es auf der anderen Seite des Waldes, richtig? Also los, Sophie ist inzwischen bestimmt traurig und einsam. Gehen wir. Ja, es muss ja jeder nochmal was gesagt haben, selbst wenn es ein Gehen wir war. Oh, das ein Rätsel. Oh, cool. Stimmt. Zum warm werden. Haha, die kenne ich noch. Moment, oder? Was, ist das die? Nee. Ich die? Ja, die hat ein Schaf. Doch, das könnte die sein. Willkommen, willkommen. Wie wäre es mit frischer Ziegenmilch von einem Schaf? Ach, lass mich doch. Das sah aus wie ein Schaf. Von einem frisch gemolkenen Schaf. Ach, sieh an, wenn das nicht ihr Leute seid. Was für ein Zufall, euch hier zu sehen. Huch, Frau McVenny, ich dachte, ihr verkauft eure Milch am Rand des Marktes. Und die von euren Ziegen. Oh, nee. Das ist schon richtig. Aber nicht jeder kann auf den Markt kommen, um Milch zu kaufen, Kind. Deshalb stellen Mackie und ich manchmal einen Stand in der Stadt auf. Es ist gewiss schwierig, das direkt nach dem Prozess zu tun. Den Prozess des Melkens? Ja, genau, nach dem Melkprozess. Wir müssen die Milch ausliefern, solange sie noch frisch ist, versteht ihr? Wir können auf keinen Fall eine Pause einlegen. Das wäre nämlich ziemlicher Käse. Nach einer Weile. Und damit nicht genug, nein. Uns ist auch gar nicht nach Ruhen zumute. Schreibt man Ruhen in dem Zusammenhang klein oder groß? Das würde mich Weiß jetzt mal interessieren. Nicht. Mich nicht, aber es ist eine gute Frage, die ich jetzt nicht mit Sicherheit beantworten kann. Nicht nach all der Aufregung könntest du die beantworten. So einen Prozess haben wir noch nie erlebt. Wer hätte gedacht, dass dieses süße Blumenmädchen Bella eine Hexe ist? Bella? Ist das nicht diese Kristen Stewart? Ausdruckslose Gesicht aus Twilight. Die immer den Mund offen hat. Ist die eine Hexe? Ich habe das nie gesehen, nie gelesen. Die einen sagen so, die anderen so, ne? Richtig. Ihr Gesicht ist so unschuldig. Oh, hat da jemand unschuldig gesagt? Ja, Emmy. Man kann doch nicht glauben, dass sie es war. Meinst du nicht auch, mein kleines Mäckilein? Mäh. Meinst du nicht auch? Nee. Auf jeden Fall war es echt ein Schock, eine Hinrichtung durch. Ist da jemand verbrannt? Das weiß ich gar nicht mehr. Ja. Das Ding wurde. Nee, die wurde da reingemacht, dann ist zugegangen und dann. Ah, stimmt. Brutzel. Ganz schön brutal. Ja, ne? Aber ich meine, ja. Also bei einer Spielereihe, wo auch schon eine ganze Stadt zerstört wurde. Ja. Oder eine halbe Stadt.
Du weißt, was ich meine, Clive und so. Aber da hat man, aber da hat man nicht konkret gesehen, wie Menschen sterben. Ja, das kann man sich... Gut, da dann auch nicht, aber stimmt, das ist irgendwie so runtergefahren. Ansonsten, was ist noch passiert? Naja, zumindest sind Professor Layton und die und seine Mitleute Emmy, Luke und noch ein paar andere auch schon gestorben. Und kurze Zeit wieder aufgewacht, aber Moment. Für Leute, die das noch nicht wussten, ich habe nichts gespoilert. nein, und was ist noch, mich auch nicht was, mehr. Was ist denn so in Phoenix Wright passiert? Naja, da sind Leute ermordet worden. Das ist auch wieder wahr. Aber und Shelley und Barton waren auch kurz als Gaststars dabei. Ja. Was das, hat das mit Brutalität zu tun? Naja, er ist Hitler. Okay. Okay, damit, da gehe ich mit. verbrennen, okay. Mag sein, aber andererseits kann man ja nichts machen. Immerhin war sie eine Hexe. Und das war gerade mein Handy. Ich habe dein Handy leider nicht gehört. Oh, sehr gut. Deswegen dachte ich jetzt, als ich das Wort Handy gehört habe, Handy. Wie dem auch sei, in solchen Zeiten kann ein kleines Rätsel die Luft reinigen. Ach, so macht man das. Ich benutze dafür immer irgendwelche Luftreiniger. Da gibt's doch so ich Geräte dafür. Auf. Ja, oder sowas. Ach so, ja. Oder Febreze. Ohne feuchten Niederschlag. Nicht wahr, mein flauschiges Wollknäuel? Nee! Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das ein schweres Rätsel oder ein... Oh! Mäka, Mue, was? Wahrscheinlich sind wir schon total verdummt inzwischen und können das überhaupt nicht. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh, das ist so süß! Also. Guck dir mal das Bild mit Phoenix an. Ja, das fand ich auch. Ziegengemecker. Oh Mann. Für 50 Pikarat, das muss ja schwer sein. 5 Ziegen wurden zum Grasen auf die Weide geschickt. Jede Ziege ist einzigartig in ihrer Farbgebung und Musterung. Zusätzlich meckert auch jede Ziege auf ihre ganz eigene Art und Weise. Heute rufen alle 5 Ziegen durcheinander und so wird aus dem Gespräch ein einziges Chaos. Verwende die Abbildungen, um herauszufinden, was welche Ziege zu sagen hat. Also eine von den Ziegen, die ist auf jeden Fall hungrig. Obwohl sie schon gegessen hat. Die sagt, mäh. Eine Ziege ist etwas sprachlos. Etwas ungehalten, sie mäkert. Eine ist die Ziege von Edmund Stoiber. Und zwar die mäh sagt. Oh. Nicht die Bäh sagt? Bäh! Ja, wenn sie mit einer Ziege zum Transrapid reiten, dann sind sie in 5 Minuten bei einer anderen Ziege, aber nicht dahin, wo sie wollen, gekommen. So, okay, ich glaube, ich habe es jetzt zumindest schon mal verstanden. Noch nicht. Und zwar, wir müssen gucken, Jetzt habe ich es auch verstanden. Ja, wir müssen zuordnen, welche Ziege macht was. Also das sollte ja nicht so schwer sein. Okay, wie schiebt man das? Macht man das so? Aha. Ach so. Fangen wir doch mit Mäker an. Mit Mäker? Wieso? Das ist halt das erste Wort, was oben steht. Deswegen, es kann... Ja, Mäker habe ich schon. Das ist die braune mit dem weißen, die ganz rechte ist Mäker. Warte mal, wieso? Wenn du die oberen beiden Bilder anguckst, ist in beiden Mäker drin, aber nur eine Ziege in beiden Bildern. Ach, eine ist gleich, ne? Streifen. Ja, ja. Genau. Deswegen muss es die sein. Stimmt, das ist richtig. So, okay, die haben wir raus, das heißt, es bleiben jetzt nur noch... Schauen wir mal nach Mäher. Oh, das könnten beide also sein. Mäher und Mäh, ja, das ist...
Also Mäh ist auch in Bild Mäh 4. Ist die braune, die graue. Ist die graue, richtig, richtig. Das ist ein echt leichtes Rätsel dafür, dass es 50 Pikarat wert ist. So, dann ist Mäh die hungrige Ziege ist also die hier. So, und jetzt wäre es natürlich Mu-äh. Also wenn Mu-äh die gefleckte ist, dann ja tatsächlich. Boah, ey. Gefleckte? Oh, warte mal ganz kurz, mein das, Handy. Dein Handy! Mach's mal zu Ende. Ja. Handy. So, jetzt müssen wir das aber nochmal cross-checken und sowas. Bäh ist auf jeden Fall, also wenn Bäh weiß ist, ja, alles wo Bäh drin ist, das ist da richtig. Ja, ja, ja. Maker ist da und da, das ist auch richtig. Also in den oberen beiden. So, dann. Mu-äh ist überall dabei, wo die gefleckte. Also, ich finde das doof. Warum muss man ausgerechnet die Ziege, die aussieht wie eine Kuh, Mu-äh sagen lassen? Das ist. Nein, das. Da ergibt sich mir der Sinn nicht, weil das ist so. Oder die am meisten aussieht wie eine Kuh. Ich sag mal so, manche andere haben ja auch ein Äußeres wie Kühe, aber. Die sieht aus wie so eine typische Kuh, Muku, was auch immer. Und ausgerechnet die macht Mu, ey. Das ist so, das ist, Stereotyp, das ist vorurteilsbehaftet. Ziegen, die aussehen wie Kühe, müssen Mu, ey, machen. Ja, ja. Hörst du mich überhaupt? Nein, du bist ganz leise gerade. Oh, wie kann das sein? Ich habe das Mikrofon wieder voll auf laut. Du, ich müsste eine Viertelstunde Pause machen, tut mir echt leid. Aber warte mal, ich mach noch die Antwort. Okay. Hey, die haben alle Mäh gemacht! Überlass das. Und nicht Mu, oder Mäh. Ja. Nichts Besonderes für Maya Fey, Spitzenassistentin. Also, das war jetzt wirklich leicht. So, du sagst, für eine Viertelstunde musst du mal. Ja, oder, ja, so Viertelstunde, 20 Minuten, dann bin ich wieder da. Oh, warte mal hier. Was nochmal? Was hast du gesagt für Viertelstunde? Viertelstunde, 20 Minuten. So. Mhm. 20 Minuten, halbe Stunde. Wir sehen uns und dann noch, so in drei noch, Stunden wieder. Und noch 5 Minuten bis Buffalo. Ja. Also hier, ich lese das noch schnell vor. Wunderbar! Du bist ein fabelhafter Zuhörer. Die Ziegen können sich nun wieder untereinander verständigen. Okay, nee, dann mache ich jetzt mal Pause.